vorübergehend abgeriegelt. So, dann wollen wir... Nein, falsch Taste. Die Blockade wurde mittlerweile... Sind wir jetzt aus der Stadt wieder raus? Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal hier unten drum, weil das ist nur eine Sache. Obwohl, es hat auch fünf. Ist egal. Machen wir erstmal den Makomang. Eine Schnellreise dahin machen. Das hat nicht so geklappt, wie ich es dachte, wie es klappen würde. Absteigen, bitte. Gucken, ob hier noch was hinter ist. Ist das hier diese Werkstatt? Keiner hier, oder was? Wird hier etwa mein Typ verlangt? Du! Iri. Du bist doch die Göre aus Sektor 5, die Müll über Avalanche verbreitet hat. Hä? Gibt's ja nicht. Cloud? Ist das hier auch dein Gebiet? Hast du die Reparatur der Makoleitung übernommen? Na klar. Ich übernehme jeden Job, solange der Preis stimmt. Wie ihr überhaupt an Aufträge kommt, ist mir ein Rätsel. Der Bürgermeister hat eine Nachricht für dich. Du sollst berichten, wie es vorangeht. Ja, also vorangeht. Es geht voran, ja. Ich wollte ihm schon lange Bericht erstatten, aber... Naja... Mir fehlen noch einige Teile für die Reparatur, darum stockt es etwas. Wie wär's, wenn wir die Sachen gemeinsam zusammensuchen? Vergiss es. Jetzt sei doch nicht so. Ein Profi wie du muss sich auch mal um den Nachwuchs kümmern. Ich mach auch alles, was du sagst. Versprochen? Dann hör auf, dich als Alleskönnerin auszugeben. Das ist meine Bedingung. Abgemacht. Um gleich zum Punkt zu kommen, das hier sind die Teile, die wir benötigen. Vermutlich noch viel mehr, aber beschränken wir uns fürs Erste auf das Nötigste. Komm wieder zu mir, sobald du alles hast. Hier in der Nähe gibt es einen Schrottplatz, glaube ich. Da würde ich mit der Suche anfangen. Supi, ihr schafft das schon. Moment mal, du kommst nicht mit? Ich muss hier noch ein paar Kleinteile suchen, Schrauben und Nägel und so. Die ist halt keine Kämpferin. Okay, also so viel zum, das wäre Yuffie. Ich hab echt gedacht, es wäre Yuffie. Weil ich bin der Meinung, dass wir auch mit Yuffie noch zu tun haben in dieser Version. So. Oh. Ist ja schön markiert. Müssen wir die jetzt alle mit dem Chocobo suchen? Schön. Okay, das ist ja einfach. Ich habe jetzt gedacht, das wird ein bisschen schwerer. Gut, wir haben den Vorteil, wir haben ja die ganze Map schon aufgedeckt. Wird das wahrscheinlich ein bisschen einfacher ist. Alter Nagel. Dann komplett nach links. Also optimalerweise da hoch, wenn das geht. Kinderspiel. Es ist noch nicht vorbei.
Au, bin ich noch so sehr verletzt? Ich wusste nicht, dass ich noch so verletzt bin. Hat mir nicht mal irgendwo zwischendurch den Bank besucht oder haben mir gerade die Ratten so viel Schaden gemacht? Ah, ja, gut. Dann guck mal, da sieht man mal, ne? Der Grundzauber kostet 4, ne? Und wir haben in diesem Waffenbrett irgendwie halt 3 dazu. Also ich finde 3 MP ist einfach nicht wirklich was wert. Also so nicht. Übrigens, hier noch irgendwie Materia, die jetzt besonders war. Heilen. Analyse auf Max ist schon mal sehr gut. Stehlen können wir wegtun. Aber wir haben die Automagie und sowas bekommen, ne? Gerade von oben. Verteilt. Luft hat Cloud. Also wir haben ganz viel Automagie. Die haben uns ja alle geholt. Wie gesehen, Gebet und Chakra ist nicht meins. Das war das Verwandeln, ne? Ich glaube, das kann interessant sein, später um Items zu sammeln oder sowas. Aber hier sind so ein paar wichtige Sachen. Realität auf jeden Fall. Bio ist so eine Fähigkeit, die brauche ich eigentlich nicht. Automagie wäre interessant. Muss ich die leveln? Oder ist die fest? Automatischer Einsatz von Magie. Okay, also wir kriegen Magie plus 2%. Wird ab dem Moment interessant, wo wir Magie 100 haben. Aber vorher muss man es nicht leveln. Sind hier andere Sachen wichtiger? Herzschlag ist auch eine sehr wichtige Sache. Hier unten noch was? Auch eine Spezialfertigkeit. Ist auch nicht schlecht bei ihm. Gegenstände. Das lohnt sich auf jeden Fall. Okay, Feindtechnik ist ziemlich stark, sogar. Wenn die ganzen Sterne voll macht. Wir haben echt zu wenig Slots. Ottif hat noch was frei. Schlag. Ein Schrackart hole ich jetzt weg für die letzte für provozieren. Aber wir müssen die leveln. Der letzte ist immer geradeaus. Wende Kreis. Hinter uns? Ah, da. So, und zurück zu Iri. Moment. Und alles am Start?
wir die Leitung nicht nur flicken, sondern quasi in neuem Glanz erstrahlen lassen. Zu einem saftigen Aufpreis, versteht sich. Alles klar, dann mal los. Hier geht's lang. Die Marco-Leitung repariert sich schließlich nicht von selbst. Die lässt doch alles machen, oder? Kommt jetzt eh gleich noch ein Monster. Weil irgendjemand muss die Leitung ja auch kaputt gemacht haben, ne? Sag mal, dich hat aber nicht zufällig meine Oma geschickt, um mich zurückzuholen, oder? Ständig hat sie mich wie ein kleines Kind behandelt. Da hatte ich irgendwann die Nase voll. Also habe ich meine Sachen gepackt und bin aufgebüxt. Jedenfalls werde ich hier draußen ganz groß rauskommen, einen Batzen Geld verdienen und es der Besserwisserin zeigen. Ein Auftrag für dich, Herr Alleskönner. Einmal auf. Überlass das mir. Los geht's. Lebt noch einer. Immer mir nach! Also ich gehe mal davon aus, das letzte Monster, das uns fehlt zum Scannen, kommt garantiert mit einem der Missionen hier. Da wären wir! Du kannst das doch reparieren, oder? Unterschätze nie ein Kind der Slums. Aus Schrott kann ich wahre Wunderwerke errichten. Ah, das ist das letzte Monster, das uns fehlt. Oh, Achtung! Das übernehme ich. Das sieht irgendwie falsch aus. Kann ich schaden. Das war der letzte. Nutze ihre elementaren Schwächen aus, um sie zu schocken. Also, ja. Aufgepasst. Ziemlich schwach. Was hier so aus dem Boden schießt? Ja. Also echt. Die hat sicher das Marco angelockt. Du Alleskönner! Sophie! Das wäre geschafft! Die Leitung wie neu, Belohnung wie heut! Die Bildung dieser Union der Alleskönner muss gebührend gefeiert werden. Darauf müssen wir anstoßen! Dein Versprechen schon vergessen? Ja. Du meinst das Versprechen, dass wir uns als Kollegen die Hände reichen und voll durchstarten? Du sollst dich nicht mehr Alleskönnerin nennen. Wieso das denn? Schadet dir doch nicht. Ich rühre auch die Werbetrommel für dich, okay? Das wäre Rufschädigung. Mehr? Aufräumarbeit wartet auf dich, du Monopol, Alleskönner! Ich bin hier geblieben! Das war's! Feuer ausgezeichnet! Ich töte den Feuer! Und was machen wir jetzt mit der Göre? Die Reparatur ist beendet. Lass uns dem Bürgermeister Bescheid geben. Okay, bevor wir das jetzt aber machen, weil wir ja jeder wieder hin müssen, kümmern wir uns doch um das andere. Nämlich das hier.
Das Coole nämlich daran ist, dass hier eine Bank ist. Solange wir auf normal das noch gut nutzen können. Schön, euch weiter auf freiem Fuß zu sehen. Ihr kommt mir jedenfalls gerade recht. Hätte da nämlich eine Bitte. Mein Name ist Oliver. Mir gehört dieser Hof. Besitzt auch etwas Vieh, aber das wird in letzter Zeit ständig angegriffen. Vermutlich von einem Ungeheuer. Und das sehe ich gerne verjagt. Der Bursche muss ziemlich gerissen sein. Meine Fallen hat er bislang alle umgangen. Und der Jäger, den ich auf ihn angesetzt habe, war bisher auch erfolglos. Mir liegen die Grasland und ihre wunderschöne Natur am Herzen. Sie müssen geschützt werden. Von Shinra halte ich daher herzlich wenig. Und es gibt andere Leute, die so ähnlich denken. Über die bin ich auf Broden und Avalanche gestoßen. Ist nicht viel, aber ein bisschen was kann ich beitragen. Okay. Danke! Toller Hund. Was dagegen, wenn ich den streichle? Ich nicht, aber er sicher schon. Erstens ist es eine Katze. Ach, du süßer kleiner Fratz. Komm doch mal her. Ich dachte gerade, der meint den Hund im Hintergrund, der den Tisch umgekickt hat. Aufgewecktes Bürschchen. Mit einer Hundenase könnt ihr sicher gut die Fährte aufnehmen. Schaut euch am besten mal am Ort des letzten Angriffs um. Shinra gibt es natürlich nicht zu. Aber ohne die Reaktoren gäbe es hier garantiert nicht so viele Ungeheuer. Ja, ist richtig. Also, Red 13 ist jetzt ein Hund. Hier also. Hast du eine Spur? Die Tat liegt schon einige Tage zurück. Gerüche von Verwesung und anderen Tieren schwächen die Witterung. Wird nicht leicht, dir zu folgen. Sollen wir einen Chocobo drauf ansetzen? Der Geruchssinn von Chocobos mag deinem überlegen sein, aber hierfür reicht er nicht. Probier es gerne aus, wenn du mir nicht glaubst. Fährte aufgenommen. Mal sehen, ob das Kerlchen richtig liegt. Willst du es diesmal versuchen? Nein. Der Chocobo soll ruhig noch etwas üben. Nicht so schnell. Der schickt uns halt an den Monstern vorbei, ne? Es ebenfalls Spuren eines Kampfes. Ich pass auf, dass das Federvieh uns nicht auf den Holzweg führt. Es sieht so lustig aus, wie er da drauf sitzt und dann auch noch mit einem redet. Ach ja. Goldenes. Würde ich gerne mitnehmen. Spur verloren. Chocobo.
Ach, jetzt geht's an den Strand, siehste. Irgendwann musste dieser Strand doch mal kommen. Und die Fläche, die ist so groß hier, dass das auf jeden Fall ein Bosskampf wird oder so. Da. Ein Wolf. Auf Nummer sich. So, diese Bestie sammelt im Verlauf des Kampfes Energie und wird dadurch stärker. Wenn du die Schaden zufügst oder ihre Angriffe blockst, verliert sie diese Energie jedoch wieder und wird schockanfällig. Diese einzelgängerischen Bestie mit weißem Fell handelt es sich um eine Subspezies des Keimwolfes. Dieses Exemplar lag im Sterben, nachdem es im Kampf um die Führungsrolle seines Rudels unterlegen war und überlebte nur dank seiner Lebensquelle. Nett. Also der gibt auf jeden Fall eine Ungeheuerklaue. Aber es gibt, das habe ich jetzt gerade erst gesehen, unten links steht jetzt auch umwandelbar, so mit dem Morph. Ne? Gegenstände, seltene Gegenstände, stehlbar und Morph. So. Gut. Ja. Das war's! Ich hätte gerne gerade einen Punkt, das wäre schön gewesen. Los geht's! Feurige Verkettung. Eigentlich etwas, womit sie die den Schock noch betreibt. Schaffst du das? Das ist gerade halt ein bisschen aufgehört. Okay. Das hat besser geklappt, als ich dachte. Was hast du?
Mein Geruchssinn ist nicht mehr der, der er mal war. Nicht seit Hojo an mir experimentiert hat. Ohne eine Chocobo-Nase hätten wir diesen Fall vermutlich nicht gelöst, wie ich zugeben muss. Du bist auch eine Katze und kein Hund. Vielleicht sollte ich bei den Chocobos ja mal in die Lehre gehen. Okay. Gut. Das heißt, wir haben jetzt alles fertig. Wollen wir uns nochmal auftanken? Oh, ihr habt das Vieh erlegt. War bestimmt nicht einfach. Und du hast sicher auch brav mitgeholfen, was? Das mürrische Hündchen soll natürlich auch seine Belohnung bekommen. Schnapp zu! Und das hier ist deine Belohnung. Aber mal was anderes. Ich habe gehört, Broden geht es nicht so gut. Wenn ihr das nächste Mal in Kalm vorbeikommt, schaut mal nach ihm, ja? Angst um Vieh. Hinsetzen, dann gehen wir gerade in der Stadt noch die Alleskönner-Quest ab, die letzte. Neue Aufträge? Das, ja. Achso, wir müssen noch die Kamera machen. Ich würde sagen, dann machen wir das gerade noch. Kamera. Ich muss hinter die. Warum hast du einen Schuh vor mir? Achso, die Bestzeit habe ich ja schon. Einmal auf den Berg hoch und da oben können wir ein Foto machen. In jeder Region gibt es Orte, die besonders schöne Fotomotive abgeben. Zücke deine Kamera und halte sie im Fotomodus fest. Wenn dir ein gutes Bild gelungen ist, solltest du dem Fotografen Rico Bericht erstatten. Dann steigst du im Rang bei den Fotografenfreunden auf, erwartet dich einige Belohnungen. Um in den Fotomodus zu gelangen, ja klar, Dreieck und dann Viereck. Ein bisschen mehr. Steigen. Da. Ist sogar markiert. Finde ich ja schön. Also nicht in diese Richtung, sondern also entweder da von der Stadt oder eher von dem Turm. Sagen, ne? Wie mache ich ein Foto? Na, guck mal, das Menü auswählen. Warum nicht? Okay, wir machen jetzt ein Foto so.
Kamera zurücksetzen? Nee, das wollen wir nicht. Wir machen ein Foto. Ich weiß nicht, wie man ein Foto macht. Reise es zurück. Menü ausblenden. Das war jetzt ein Screenshot von der PlayStation. Wie mache ich das denn mit der... Ein Screenshot vom Spiel. Zählt das? Letztlich, das wird es ja nicht sein. Oder können wir... Ich habe es jetzt nicht verstanden, ganz ehrlich. Ich habe nicht gesagt, ich wusste jetzt nicht, ob ich jetzt einen PlayStation-Screenshot machen muss. Da geht's weiter. Machen wir natürlich noch nicht. Gut, das heißt, draußen haben wir alles, also zurück in die Stadt. In Kalt gelten zurzeit erhöhte Sicherheit. Die Luftwirbel der Helikopter haben. Sieht aus, als hättest du das perfekte Fotomotiv gefunden. Danke. Du weißt wirklich, wie man eine Landschaft einfangen kann. Daher möchte ich dich offiziell zum Fotodebütanten küren. Du bist jetzt also ein Mitglied unseres Vereins. Ein genau echter wie Katze, Fotograf. Katze du kommst doch viel rum, oder? Sicher entdeckst du noch weitere Fotomotive. Na toll. Die Stadtmauer Foto von Ivan. So. Also wir haben jetzt anscheinend auch neue Aufträge bekommen direkt. Wir gehen erstmal zum Bürgermeister. Was Shinra treibt, ist mir nicht ganz geheuer. Hauptsache das Handy in der Hand, ne Mama? Kennst du das Kartenspiel Blut der Königin? Oh, wo ist er denn? Oh, da seid ihr ja wieder. Die Alleskönnerin hat mir schon alles erzählt. Ihr sollt ihr richtig gut zur Hand gegangen sein, hat sie gesagt. Besten Dank, das Marco fließt jetzt wieder in Strömen. Wirklich nett von euch. Und wo ist diese Alleskönnerin? Die meinte, sie hätte schon den nächsten Auftrag und müsste gleich weiter. So ein Tausendsasser ist gefragt, was? Welch ein Glück, dass sie Zeit für uns hatte. Die hat's echt faustdick hinter den Ohren. Ach ja, bevor ich's vergesse. Nett wie sie ist, hat sie euch euren Teil der Belohnung dagelassen. Hier, bitte. 50 Chill. Ich hoffe mal, das kommt nie wieder vor. Okay. Wir haben neue Aufgaben auf jeden Fall. Das Brett ist so voll, ne? Es gibt ja... Es gibt vier. Okay. Das Lied ist schlimm. Broden. Ich benötige bestimmte Bauteile. Normalerweise würde ich sie selbst besorgen. Aber im momentanen Zustand ist mir dies leider nicht möglich. Details zum Aufbau der Herberge. Ich wette. Wir müssen gleich den Quetzalcoatl nochmal töten. Da könnte ich eigentlich drauf wetten.
bis hierher kann. Also. So wie der Blödmann glotzt, gibt er mir bestimmt gleich einen auf. Was ist das denn hier? Was bist du denn für ein Sammler? Das ist ja geil. Von der Tomberie auf dem Kopf. Ist ja eine Weile her, seit wir uns das letzte Mal zum Mittagessen getroffen haben. Also sag schon, wie viel brauchst du heute? Wieder 300 Gil, wie sonst auch immer? Oh, ungefähr 500 Gil wären gut. Dann hätte ich genug, um mir Bonbonchen zu kaufen. Ach, du bist echt unverbesserlich. Geil. Oh Mann. Der Tomberie auf dem Kopf ist das Geilste. Ach, schön. Schön, euch wiederzusehen. Ihr seid Shinra also entkommen. Haben gehört, dass es dir nicht so gut gehen soll. Das spricht sich ja schnell rum. Habt ihr euch Sorgen gemacht? Wenn ihr schon hier seid, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ich wurde gefragt, ob ich beim Besorgen von Bauteilen für eine Windmühle behilflich sein kann. Aber in meinem Zustand geht das nicht. Könntet ihr das vielleicht übernehmen? Was denkst du? Wir schulden ihm was. Tun wir ihm den Gefallen. Die Kopfschmerzen und Schwindelgefühle machen mich fertig. Ich habe es in meiner Jugend wohl etwas übertrieben. Tja, dafür zahle ich jetzt den Preis. Kopfschmerzen und Schwindel. Sonst noch was? Manchmal höre ich Stimmen. Stimmen, die mich rufen. Sie verlangen, dass ich zu ihnen kommen soll. Oh, Reunion. Ach, vergesst es. Als ich jung war, habe ich in der Garde gedient. Doch dann sind meine Eltern gestorben und ich habe Shinra verlassen, damit ich ihr Geschäft weiterführen kann. Es ist eine lange Geschichte. Kurz gesagt hat Shinra nicht nur meine Familie, sondern auch meine Heimat geraubt. Grund genug, sie zu hassen, oder nicht? Aber du kommst doch aus Kalm, oder? Diese Stadt wurde einst von Shinra zerstört. Sicher, sie wurde wieder aufgebaut. Aber meine Heimat kann ich sie nicht mehr nennen. Ich bin nur deshalb noch hier, damit ich den Grund für meinen Hass nicht vergesse. Nicht die gesündeste Lebenseinstellung. Oh Mann, danke. Der Arme. Die Einzelheiten wird euch Mildred erklären. Sie wohnt in der alten Siedlung am Meer. Schaut einfach nach Windmühlen. Ja. Es folgen die Nachrichten des Tages. Willkommen! Nächtigen Sie in unserer Herberge? Brauchen wir nicht, wir waren ja eben auf der Bank. Als Reaktion darauf hat Shinra einen Suchtrupp in den Ort gesandt. Also, wir könnten natürlich jetzt noch... Oh, ach so, kann man durch die Ebenen gehen. Das war jetzt Zufall, dass ich das gemerkt habe. Endlich fließt das. Mal raus. Das sind jetzt hier oben, ne? Genau. Und wir brauchen hundertprozentig. Wir haben ja hier hinten den, das ist der Hafen. Hier ist der. Ne? Wir haben den geflügelten Drachen ja schon gemacht. Ich weiß nicht. Na, wir werden es ausprobieren. Wir werden es sehen. Wir machen jetzt noch die Questreihe. Dann kommt eine kleine Pause. Für mich aber nur. Das werdet ihr nicht merken. Und dann machen wir Shetleys Kampfaufträge. Seid ihr Freunde von Broden? Freut mich, dass ihr gekommen seid. Was sagt ihr? Ist sie nicht schön? Die Mühle stammt noch aus Zeiten der Republik. Sie unterscheidet sich grundlegend von allen Entwürfen Shinras. Ich werde alles daran setzen, damit sie sich wieder dreht. Allerdings ist das leichter gesagt als getan. Mir fehlt ein Bauteil des Innenkrühwerks. Das ist nirgendwo zu bekommen.
Aber ihr werdet mir ja glücklicherweise helfen, das Bauteil zu beschaffen. Danke. Noch irgendwelche Fragen? Ja, welches Bauteil? Naja, er und ich sind sowas wie alte Bekannte. Als wir jung waren, sind wir zusammen losgezogen und haben uns die ganze Welt angesehen. Er ist dann bei Shinras Garde gelandet und ich bin eine Technikerin geworden. Hm. Wo bekommen wir das Teil? Das Bauteil selbst wird nicht mehr produziert, aber ihr solltet es herstellen können. Damit ihr anfangen könnt, braucht ihr einen Synthesechip. Der verrät euch die nötigen Materialien und dann müsst ihr sie nur noch einsammeln. Einfach, oder? Ah, das ist das Schlüsselitem, was wir schon gebaut haben. Er war einer der besten Gardisten, wenn man den Gerüchten glaubt. Irgendwann haben sie ihn sogar bei einem besonderen Experiment mitmachen lassen. Ab da habe ich eine Weile nichts von ihm gehört. Als wir uns wieder trafen, hatte er Shinra schon den Rücken gekehrt. Was war das für ein Experiment? Tja, das hat er mir nie verraten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass seine angeschlagene Gesundheit eine Nachwirkung davon ist. Alles andere wäre schon seltsam. Also ich gehe davon aus, dass er auch an einem dieser Mako-Experimente teilgenommen hat, so wie Cloud auch. Und er, wenn er jetzt weiter so krank wird und die Stimme hört, einer von diesen Typen wird mit dem Mantel, mit den Reunien. Man müsste eigentlich gucken, ob er auch so eine Nummer auf der Schulter hat. Er war schon bei einem Arzt, aber der konnte ihm auch nicht sagen, an was für einer Krankheit er genau leidet. Ich habe daher angefangen, nach alten Behandlungsmethoden zu suchen. Vielleicht gibt es da ja was, was hilft. Aber bislang leider Fehlanzeige. Einen Synthesechip habt ihr ja bereits gefunden, oder? Dann geht es gleich weiter mit der Synthese selbst. Die notwendigen Materialien könnt ihr euch von einem Quetzalcoatl besorgen, der hier in den Graslanden herumschwirrt. In letzter Zeit sieht man ihn wegen des Mako-Reaktors allerdings kaum noch. Wollt ihr euch trotzdem auf die Suche machen? Lass uns mit den Lebensquellen weitermachen. Ja. Ja, wir haben den Chip ja schon. Ne? Dann viel Erfolg. Wir waren ja schon da. Wir haben Quetzalcoatl ja schon gemacht. Oh, wir zücken! Zu Zeiten der Republik, da wussten die Leute noch, was echte Handwerkskunst ist. Das sollten wir gleich mal ausprobieren. Ich hatte jetzt gerade wirklich fast die Befürchtung, dass wir den nochmal machen müssen. Also, was heißt Befürchtung? Ich mach den auch nochmal, ne? Aber in der Quest... Musik in meinen Ohren! Fantastisch! Es funktioniert! Wie der Wind vom Meer die Flügel antreibt. Ich kann mich gar nicht daran satt sehen. Jetzt bin ich aber mal sehr gespannt, wie viel Energie wir so gewinnen können. Am liebsten hätte ich diesen Anblick ja zusammen mit Broden genossen. So wie früher auf unseren Reisen. Naja, jedenfalls vielen Dank. Ihr habt mir einen großen Traum erfüllt. Geht ihr jetzt nach Kalm zurück? Das ist der Plan. Dann richtet Broden bitte was aus. Er soll zusehen, dass er schnell gesund wird. Damit wir bald mal wieder durch die Welt ziehen können. Okay? Und die Windmühle ist so laut, ne? Aber da war eine Materie. Handeln, okay. Wieso die Stadt? So, ich wollte noch die Kisten mitnehmen, die daneben hier stehen. Kisten waren. Ja. Hat sich doch auf jeden Fall gelohnt, alles frei zu machen. Also hier haben wir zwar noch ein Stück, wo wir noch nichts frei haben und hier so zwei, drei Ställchen. Aber die wichtigsten Sachen haben wir wohl alle. Okay, es gibt noch eine Alleskönner-Mission. Ja, das ist die, die wir jetzt abgeben müssen. Okay. Ah,
Aber was machen Sie bloß? Ist was? Dix, darf ich mich zu Hause mit? Ach so. Alles umwerfen. Mildred wird sicher erfreut gewesen sein. Sie will wieder mal mit dir reisen. Das will ich auch. Besonders nach all der Arbeit. Ehrlich gesagt, ein langer Urlaub wäre wunderbar. Dann mach doch einen. Ein übler Gestank liegt in der Luft. Fast so wie damals in Hojos Labor. Eine Reise. Richtig. Ich muss aufbrechen. Ich sag ja, Reunion. Reunion. Bist du okay? Das ist das Schicksal ehemaliger Soldaten. Wir degenerieren. Etwas, wobei dir kein normaler Arzt helfen kann. Du bist doch auch Soldat, oder? Ex-Soldat. Verzeih mir. Ich wollte dich nicht verunsichern. Schließlich passiert das ja auch nicht bei jedem Soldaten. Ja. Du bist noch jung. Genieße dein Leben. Verfolge deine Ziele. Die kann Shinra dir nicht nehmen. Niemals. Hörst du? Schön. So. Dann 5533. Das hört sich doch gut an. Das heißt, wir haben jetzt nur noch Shetley. Jetzt will ich aber gerade mal gucken, was ich da für ein Item bekommen habe. Gegenstände. Ausgegenstände. Lebensspendendes Halsband. War das das? Halt beim Besiegen eines Gegners die eigene TP. Nee, das ist es nicht. Stören. Wir haben doch so ein Halstuch bekommen, oder? Da ist es. Windhalstuch. Füllt die ATB-Leiste bei Kampfbeginn leicht auf. Okay. Eigentlich nicht schlecht. Das müssen wir auch noch jemandem geben, weil direkt 30% HP dazu ist sehr stark. Geringert erlittenen Schaden, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Auch sehr stark. Erhöht die Schnelligkeit um 10. Das ist etwas für Tifa. Ich mal gerade gucken. Ich hatte gar keine Muskeln und sowas da, ne? Still. So. Also, er hat das mit den Materialien, ne? Erhöht in seltenen Fällen die Anzahl eingesammelter Materialien und er hat HP+. Er hat einen Talisman. So. Okay. Barrett Construction hat Stirnband. Das können wir auch mal austauschen. So, das tauschen wir jetzt aus. Gegen 500 Lebenspunkte. Viel. Glaube ich, nehme. Magischer Ohrring war Magie, ne? Magie plus 5 und MP plus 3. MP3.
Willenskraft? Das ist Magie. Magie ist in dem Fall wichtig. Weil bei ihr natürlich die Lebenspunkte nicht schlecht werden. Oder der erlittene Schaden auch. Machen wir mal, weil die wird am wenigsten gesteuert. Lebensspendendes Halsband. Das ist natürlich, das würde ich jetzt tauschen gegen das Tuch. Was macht eigentlich Willenskraft? Ach, magische Abwehr. Dadurch Stärke plus 5% maximal. Bei ihr wäre die Chocobo besser. Schnelligkeit. Außer wir haben noch ein. Gut. Was denn? Handeln, Antitotika-Widerstand. Zumindest später wird sowas recht wichtig. Ich muss auf jeden Fall noch mehr TP-Boost kaufen. Also prinzipiell braucht man TP-Boost im Bestfall für jeden Charakter einen. So, da wir jetzt hier aktuell 6 Charaktere haben, wenn Yuffie dazu kommt, hätten wir 7. Wenn das so ist, bin mir gerade nicht sicher. 1, 2. Wir haben 5 Charaktere. Hey, Zit kommt noch dazu auf jeden Fall. Yuffie kommt dazu. Dann haben wir 7 Charaktere. Müssten wir 7 mal TP Boost haben. Weil auf Max ist es natürlich 30%. MP Boost wäre das gleiche Thema. Wobei MP Boost, da reichen auch 3, weil man hat nicht so viele Magier im Team. Aber TP Boost ist ja für jeden gut. Machen wir mal rein einfach. Zieh. So. Nun lassen wir wieder ein bisschen Sound hier. Es folgen die Nachrichten des Tages. Oh, endlich. Ich habe keine Musik mehr. Ah, jetzt kommt sie. Gut, alles erledigt. Dann würde ich sagen, wo ist unser Chatley? Da. Passt auch ganz gut von der Zeit her. Dann sag ich mal, jetzt Pause.